Hi, der Dirk. XLR 1300 Vergaser vor sich zerlegt. Und zwar, Moment, machen wir hier mal einen kurzen. Ja, sind sie, die guten. Im Prinzip alles leer. Kommen jetzt gleich ins Ultraschall. Hier sind so die anderen Sachen, die so hinterher auch nicht überbleiben sollten. Ja, im Großen und Ganzen keine allzu großen Besonderheiten. Und hier ein bisschen runter. Das war etwas zu viel. So. Ja. Also im Prinzip hatte ich ja schon mehrfach gesagt, bekommt das gute Stück dann später viermal Kiesterkit. Soweit Belüsung Standard, bis auf Düsennadeln und Hauptdüsen. Hauptdüsen 112,5er. Düsennadeln J8 5G54. Beim Zerlegen soweit keine Besonderheiten aufgefallen ist mir nur, und das ist schon mal ein Faktor, weshalb das Moped sicherlich nicht richtig laufen konnte, und zwar Gemischschrauben. Ich weiß jetzt nicht, bei der GoPro kann ich immer nicht so nah rangehen wegen Fokus und so. Gemischschrauben haben wir so kleine U-Ringe. Einer ist zerquetscht und hat, ja, wie soll ich sagen, ist auch nach innen verquetscht, hat nicht richtig gesessen. Aber problematisch als der eine ist, ja, weiß nicht, sieht man vielleicht nicht wirklich. Das hat komplett quer aufgerissen und quer in der Bohrung gesessen. Das kann also auf keinen Fall richtig funktioniert haben. Also einer der Pötte hat sicherlich extrem zu mager mitgelaufen, vermute ich mal ganz stark. Ansonsten, Gemischschrauben waren zwischen, Moment, zwischen 3,5, nein, 3, 5 und 4,5. Das ist schon, also 5, 4,5 und 5 ist eigentlich sehr viel, speziell wegen dem Problem-Kit. Das stimmte sicherlich hinten und vorne irgendwas nicht so ganz. Ja, so viel dazu. Das Ganze packe ich jetzt ins Ultraschall. Das filme ich aber jetzt nicht alles. Und dann morgen, wenn alles schön sauber und wieder hier Taco vor mir liegt, aufgereiht, dann wird das Ganze zusammengebaut. Das filme ich vielleicht. Mal gucken. Ansonsten, wenn ihr mir Vergaser schickt, so ganz im Allgemeinen ist es immer sinnvoll, dass ich möglichst genau Bescheid weiß, warum. Also, ob ihr eine generelle Reinigung nur haben wollt, ob es Probleme gab, wenn es Probleme gab, wo, was hat sie genau gemacht, hat sie Aussetzer gehabt, hat sie geruckelt, hat sie sich verschluckt. Das sind alles Sachen, die relativ wichtig sein könnten, wo man dann beim Zerlegen halt schon mal spezieller auf Bauteile achten kann, dem man das Problem dann zuordnet. Ansonsten sage ich mal so, ich kriege hauptsächlich XJR und Yamaha Vergaser, ist auch Taco, aber rein theoretisch ist es mir natürlich egal, ob es Kawa ZRX oder ZZR oder CBR Honda oder, also ganz piepegal, ne? Ihr könnt mir schicken, was ihr wollt. Alles kein Thema. Gut, das war's für heute. Der Dirk war's. Tschüssi. GoPro, Video stoppen. GoPro-Aufnahme stoppen.